wir Freunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Spezialvideo. Und zwar habt ihr das am Titel schon erkannt, nicht wahr? Endlich ist es soweit. Die große Top-Liste, die Top-10-Liste der Hellen. Ja, Helles wird heute durchgenommen. Ihr habt es euch gewünscht. Ich erfülle euch diesen Wunsch. Und ich muss sagen, ja, kam ganz schön spät, ne? Aber ich hatte wirklich zu tun gehabt mit den Listen, Freunde. Aber wir können ja das Video recht kurz halten. Es wird noch nicht mal so 2 Minuten gehen. Das beste Helle auf Platz 1 ist das 5-0er Original Helle in der Sonderedition 2020. Beste Helle. Punkt. Video ist vorbei. Ah, nee, Freunde, Spaß beiseite. Den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Ja, wir werden jetzt die Liste mal durchnehmen. Ich muss wirklich sagen, ich habe mich wirklich schwer getan, Freunde. Das glaubt mir nicht, dass es wirklich mir einfach gefallen ist. Weil, also ich habe zwar das Glück, alles in diese Excel-Tabelle aufgenommen zu haben. Wir reden hier von 2017 bis 2020. Ja, aktuell, heute ist der 28.12., also kurz vor Jahresende. Und da ist es jetzt, glaube ich, an der Zeit, dass wir das mal so inhaltlich in eine Liste reinpacken können. So, beginnen wir einfach mal, würde ich sagen. Ich möchte ein bisschen erläutern, wie ich die Liste aufgebaut habe und warum es Sinn macht, die Liste so aufgebaut zu haben, weil ansonsten kann man ja theoretisch irgendwelche Biere nennen, aber da habt ihr ja nichts von. Ich will ja auch begründen, warum diese Biere in der Liste drin sind, weil ich glaube, das hat einen höheren Nutzwert auch für euch, ne? Wenn ihr dann gleich noch eine Erklärung hinterher bekommt, warum dieses Bier oder andere Bier gut ist, ja, warum es in die Liste geschafft hat. Fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Nicht so lange rumreden, einfach mal loslegen. Also, dieses Bier hier steht natürlich nicht ohne Grund hier. Wir haben hier eine Top 10 drauf, da sind 10 Biere aufgeschrieben. Dieses Bier ist nicht dabei, das ist das 11. Bier. Warum das 11.? Ganz einfach, kann ich euch erklären. Das beste Discounter-Bier, ja, was wir haben, 2020 getrunken. Oder auch generell, was so an Helle rausgekommen ist, ist tatsächlich das 5-0er Original. Wundert mich nicht, weil die hatten 2020 wirklich nochmal ordentlich Schmackes gegeben. Auch mit dem Pilz, mit dem Export und auch mit dem Weizen. Ich kann immer wieder nur Werbung machen für die 5-0er Originalgeschichte. Absolut Kult, absolut lecker, solide. Kann man trinken. Für einen kleinen Geldbeutel bekommt man auf jeden Fall was. Und auch das Helle hier braucht sich nicht im Discounter-Bereich zu verstecken. Meines Erachtens das beste Discounter-Helle, was es derzeit in Deutschland gibt. In der Kategorie Discounter-Biere. Und das ist auch das Einzige, was wir hier drin haben. Und aus diesem Grund kriegt es heute einen Ehrenplatz. Machen wir einfach mal auf hier. Der Test müsste schon draußen sein oder kommt der noch? Ich weiß es nicht. Der Einzeltest, das Einzeltasting kommt noch. Ich lass mal laufen. So, dann sollen wir auch beim Thema bleiben. So, kann man es erkennen? Ja, ich mache das zu gerne hier. Ne? 5-0er Design, das zieht mich schon an. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf die heutige Liste und Stößchen. Ja. Platz 1 im Discounter. Habe ich ja nicht zu viel versprochen. So, jetzt aber mal beim Ernst hier, Freunde. Also, wie ist die Liste entstanden? Habe ich euch ja gesagt. Eine Excel-Tabelle habe ich mir angelegt. Und zwar war das immer so, dass ich jetzt immer von den Einzeltastings die Note, ne, einmal so 3 von 5, hier 4 von 5, 5 von 5 oder gar Krone-Bewertung, dann einfach mir habe sortieren lassen. Das ist so knapp 1000 Biere etwa, die wir durch haben. Das ist eine ganze Menge, die von 2017 bis jetzt Ende 2020 entstanden ist. Und das Schöne ist, ich habe dann auch gleich immer den Bierstil hinten rangehangen. Und somit war es dann auch ein bisschen einfacher für mich, diese Liste durchzuarbeiten. Ich habe mir die Videos nochmal angeguckt. Und warum es noch so lange gedauert hat, ist das Folgende, dass ich die Biere auch nochmal getestet habe. Das war auch nochmal ein Zeitraum von Juni 2020 bis jetzt in den Dezember rein. Also aus diesem Grund, das hat einfach so lange gedauert, weil natürlich will man diese Liste auch möglichst authentisch, ja, hier rüberbringen. Helles ist klar, vom Bierstil her untergäriges Bier, ist bekannt, Lager, das ist ein Lagerbier, kein Ale und ja, auch Bayerisch Hell genannt oder helles Lager. Und jetzt fangen wir erstmal an, wo kommen die meisten her, die bei mir in der Liste drin sind. Helle sind bekannt für Bayern, das wird da sehr, sehr gerne getrunken.
und auch gebraut. Und so wundert es nicht, dass Bayern auch ordentlich in der Liste vertreten ist, die wir jetzt gleich verlesen werden. Bayern ist ordentlich dabei. Naja, und was kommt als zweites? Naja, auch ein bisschen südlich gelegen, Baden-Württemberg. Richtig, das wundert mich nicht, weil da kommen einfach so schon die leckersten Biere her in Deutschland. Ne? Das müssen wir ganz klar sagen. Da machen wir auch nochmal einen Themensonntag von. Also, das erste Geheimnis können wir lüften. Bayern, Baden-Württemberg. Das ist so das meiste, was hier drin vertreten ist. Ja, eigentlich so, ja, könnte man fast sagen, ausschließlich. Außer eine Ausnahme haben wir und da sind wir in Brandenburg unterwegs. So viel erstmal dazu. Helle, bayerisch helle, da gibt es verschiedene Texturen, Profile, wie man so ein ja, schönes, helles Lager braut. Ihr wisst selber, ich stand 2017, 2018 ein bisschen auf Kriegsfuß mit diesem Bierstil, weil ich einfach sage, das schmeckt nach alles und nach nichts, ja, weil irgendwie, das ist mir zu mild, das ist so aromatisiertes Wasser. Deswegen ist es ein sehr, sehr schwieriger Bierstil. Ja, der ist gut für den Sommer. Der ist spritzig, den will man auch mal zwischendurch mal trinken können. Verstehe ich alles, die Argumente. Aber aus der hedonistischen Perspektive, da wo man eher so das ein bisschen vollmundiger braucht, da wo es so ein bisschen kräftiger sein soll, ne, gehaltvoller, dass man so ein bisschen was Bieriges, Saftiges halt hat, wie das klassische Weißbier zum Beispiel, da kommt das Helle einfach nicht ran. Somit war schon mal klar gewesen, dass Kandidaten, ich nenne es jetzt einfach mal, ne, das Bayerisch Hell, ne, diese Mönchshof-Geschichte, dann natürlich komplett aus der Liste entfernt worden ist, weil das sind so Kandidaten, die habe ich mit einem Punkt bewertet, teilweise null Punkte, zwei Punkte und die gehören nicht in eine Top-Liste rein, die gehören eher in eine Flop-Liste rein, die wir vielleicht auch nochmal erstellen können. Das heißt, hier in dieser Liste sind jetzt alles Biere, die jetzt gleich kommen werden, wo Aromahopfen enthalten ist. Das heißt, da ist tatsächlich nochmal am Ende schön Aromahopfen mit reingegeben worden, sodass da eine wenigstens eine leichte Aromaspitze drin zu finden ist. Das heißt, der erste Nutzwert, den ihr jetzt gleich mitnehmen könnt aus dieser Liste, ist folgender, dass wenn ihr sagt, ja, das Helle ist mir viel zu mild, und ich kenne ja einige hier auf dem Kanal, die das sagen, die am liebsten den Bierstil aus der Biertradition verschwinden lassen würden, die würden hiermit jetzt eine Freude haben, weil da ist tatsächlich Aroma, ordentlich Aromaspitzen drin, ansonsten hätte ich sie nicht mit aufgenommen. Gut, ich blende oben jetzt hier die Grafik ein, weil ich habe die Flaschen jetzt nicht hier, die sind natürlich schon im Leergutautomaten drin und deswegen blende ich einfach oben die Grafik ein und wie gesagt, die Einzeltastings findet ihr hier auf dem Kanal. Let's go! Platz Nummer 10. Ja, da bewegen wir uns nämlich in Brandenburg und zwar bei dem oder bei der Braumanufaktur Hell. Ja, das ist diese Geschichte, die auch die Potsdamer Stange rausgebracht haben. Schön mit dieser Bügelverschlussflasche. Ich habe es leider gerade nicht hier. Ansonsten hätte ich es euch zeigen können. Ich habe nämlich die Potsdamer Stange zwar da, aber nicht das Helle aus der Brauerei. Ja, ganz knapp. War eine ganz knappe Nummer gewesen. Ich habe auch gesagt, das ist mir schon fast zu mild. Aber, und es kommt so dieses Aber, dass so die Rohstoffe, die da verwendet worden sind, ähnlich wie bei der Potsdamer Stange, einfach sagen, Mensch, das schmeckt schon qualitativ hochwertig. Und aus diesem Grund habe ich mich für dieses Bier entschieden, aber wirklich ganz knapp hat es reingekommen. Also ich, ja, kann man zwei, dreimal trinken, reicht dann aber auch. Und das ist, wie gesagt, hier, so hört es zumindest auf den Namen, Braumanufaktur Hell. Nicht Fraktur, hatten wir schon mal, Braumanufaktur, das ist was anderes, also Faktur. Ja. Mit dem grünen Etikett, da oben ist es eingeblendet. Das ist mein Platz Nummer 10. Wie gesagt, es ist jetzt nichts Besonderes, aber von der Qualität der Rohstoffe her bin ich überzeugt, warum es jetzt auch einen Platz in die Liste bekommen hat. Es ist aber wirklich an der Grenze, wo ich sage, oh, das ist aber schon fast zu mild, weil es eben auch von den Aromaspitzen her in der Textur beschnitten worden ist. Was ich natürlich immer ein bisschen schade finde, weil da ist halt diese Mut zur Innovation, die sich auszahlt, wie wir auch auf den ersten 5 Plätzen dann sehen werden. Machen wir weiter. Platz Nummer 9. Da sind wir auch schon in Bayern unterwegs. Ja, und da wird es auch schon ein bisschen hochwertiger. Fürst Wallerstein, Fürst Hell Original, ist bei mir auf Platz 9 gelandet. Da könnt ihr das sehen. War angenehm, Freunde. War ein angenehmes Bier.
bekommt man auch recht gut im Getränke, Hoffmann, bei uns zumindest, kann man immer wieder mal trinken, ist ein helles, wo auch eine Textur, ein Charakter, ein Profil ganz klar zu erkennen ist. Es ist auch, wie gesagt, mit entscheidend gewesen, hier in diese Liste mit reinzukommen. Und das ist so ein Bier, wo ich auch sage, das passt jetzt nicht nur gut zum Essen, auch gut für biergartentauglich im Sommer, ne, da kannst du es auch gut trinken, das hatte ich ja in dem Video auch gesagt, und das läuft gut. Und das ist zum Beispiel, wo ich sage, so, das ist ein guter Durchschnittswert, den man da hat. Ne? Übrigens nicht zu verwechseln mit Fürst Wallenstein, sondern hier handelt es sich um Fürst Wallerstein. Ja? Nicht, dass man das verwechselt. Also Fürst Wallerstein ist da natürlich ein bisschen bekannter mit ihrer Brauerei auch. Ne? Genau, diesen Irrtum mussten wir ja mal auf Insta aufklären, ne? Weil es da die Ähnlichkeiten gab. Genau, ja, das ist das Fürst-Hell-Original. War okay gewesen, also auf jeden Fall einen verdienten Platz in dieser Liste, würde ich dementsprechend auch empfehlen wollen. So, jetzt kommen wir mal zu Platz Nummer 8. Das ist, denke ich, ein helles, was alle kennen, weil es sich wirklich etabliert hat. Hier bei uns in Berlin ist das bayerische Bier sehr, sehr gut angekommen und auch wirklich beliebt. Eigentlich bei uns hier in Berlin klassisches Bundesland, sage ich mal, wo man Pilzbier auch trinkt, gerade so die etwas herberen Kandidaten, das ist so das, was am meisten verkauft wird, dicht gefolgt von den Hellen. Das wollte ich auch anfangs nicht glauben, habe mich aber mit mehreren Filialleitern unterhalten und die haben gesagt, doch, die Hellen, die gehen hier weg wie warme Semmeln, genauso wie die Weißbiere, und wir haben hier in Berlin riesige Regalreihen, wo du bayerisches Bier bekommst, und da dürfte natürlich ja das sogenannte Arkobräu Moser Liesel nicht fehlen. Das ist das mit diesem blauen-weißen Etikett. Da seht ihr das oben eingeblendet. Und das ist auch mit einer der bekanntesten, sage ich mal, Hellen aus Bayern, die in den Supermärkten stehen. Also da braucht man auch wirklich schon zu Kaufland gehen. Da kriegst du es auch schon. Du brauchst jetzt keinen speziellen Getränkemarkt mehr wie den Rösler, den Getränke-Lehmann, ne, oder Getränkehofmann. Also aus dem Grund, das bekommst du eigentlich schon fast überall und ist wirklich auch so mit das Bekannteste, sage ich mal, in meiner Liste. Also das ist wirklich so, wo ich sage, komm, das hat schon so einen großen Ausstoß und ist schon so beliebt. Und wie ich an den Kommentaren auch hier auf YouTube gelesen habe, mögt ihr das ja auch sehr. Warum mögt ihr das so? Naja, ich habe ja nachgefragt. Also ihr sagt auch, naja, weil das halt noch ein bisschen Charakter, noch ein bisschen Textur hat, was sich halt ein bisschen von den Standard-Nichtssagenden Hellen abhebt. Das heißt also, es sticht so ein bisschen hervor. Ich würde dem nicht hundertprozentig zustimmen. Ich weiß, was ihr meint bei diesem Bier. Aber ich würde dem nicht hundertprozentig zustimmen. Ich würde das eher so zustimmen wie mein Platz Nummer 10. Also diese Geschichte da aus Brandenburg, ne, aus Potsdam. Weil es eben auch noch zu mild ist für mich persönlich. Aber ich erkenne natürlich diese kleinen Aromaspitzen, die da drin sind. Und das macht das Ganze natürlich schon so ein bisschen besonders. Und vor allen Dingen, es läuft gut. Also dieses Bier, ich habe es im Sommer ein paar Mal getrunken. Ja, das ist so, das kannst du eigentlich immer trinken. Das ist so ein All-Days-Bier. Wenn du diesen Bierstil helles Lager magst, dann ist das garantiert was für dich. Also das ist, wenn du das noch nicht kennst, Arkobräu, Moser Liesel, dann nimmst du das mal auf jeden Fall mit, da machst du nichts falsch. Ne? So, gut, das ist, ich glaube, die meisten haben es aber gewusst, oder? Komm, schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, ihr habt es gewusst, und naja, das wird er ja bestimmt mit reinnehmen. Ne? Manch einer hat ja wahrscheinlich auch vermutet, hier das Chiemseer noch mit reinzunehmen. Das Tegernseher, aber ich habe mich dann tatsächlich für das Arkobräu entschieden, weil es doch von den Rohstoffen, von der Qualität mir einfach noch ein bisschen besser geschmeckt hat. Kommen wir auf Platz Nummer 7, Freunde. Ja, was haben wir denn da? Da haben wir jetzt mal einen Ausflug, ja, nach Baden-Württemberg. So, und da bin ich dieses Jahr, 2020, auf das Bauhöfers Schwarzwaldmarie aufmerksam geworden. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass was hier mit einem hellen Lager tatsächlich zu tun haben, mit einem hellen, weil ich das eigentlich eher als milde Bierspezialität eigentlich eher so abgetan habe, also als besonderes Bier auch, weil es auch von der Aufmachung so herkam. Ist ein Konzeptbier, angelehnt an das Lebensgefühl der 60er Jahre. Sehr, sehr interessant. Das haben die auch richtig toll vermarktet auf ihrer Seite. Und hier muss ich sagen, da steht ja diese Ulmer Brauerei, beziehungsweise die Bauhöfers Brauerei, so nennen sie sich ja jetzt nach ihrem Familienname wieder. Finde ich gut. Und die machen schon wirklich exklusive Biere, die wirklich
krass in der Textur, im Profil einen sehr, sehr großen Wiedererkennungswert haben. Und da wundert es mich nicht, dass dann halt die Schwarzwaldmarie als helles Lager hier auch in die Liste reingewandert ist. Ist ein bisschen spezieller, wird man wahrscheinlich nicht an jeder Ecke bekommen, aber hier geht es um Hedonismus, hier geht es wirklich um lecker, 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 Leckerlis. Und da gehört dieses Bier meines Erachtens mit rein, weil das war auch so ein bisschen hefig, das war ein bisschen fruchtig, das war unglaublich, das ist auch so, ne? Das war so ein Biersaft, der gelaufen ist, so. Der hat Spaß gemacht, die Schwarzwaldmarie. Ja, man, das war so dieses Vollmundige und das passt auch wirklich in diese Idee, ins Konzept rein von diesem Hellen, weil man wollte dieses Lebensgefühl der 60er Jahre einfangen und da war alles ein bisschen üppiger, da hatten wir mal eine Sendung drüber gemacht. Und das war ja so, ne, so alles wächst und so, wir können uns mehr leisten. Und die haben es auf ihrer Seite auch so schön beschrieben, ne, dass man mit einem VW-Käfer, so ein guter alter VW-Käfer, ist man dann zur Adria gefahren, ja, und dann noch ein bisschen mit der Vespa rumgecruised. Und so, da gab es die dicken Torten, die richtig vielen Fleischgerichte, die Barbecues, die ersten. Ja, das war schon toll, ja, da hat man so schön verschwenderisch gelebt. So, da war auch mal der Mittelstand ein bisschen adlig, ne, kann man tatsächlich so sagen. Das war so diese, boah. Da hatte man noch Utopie gehabt, ne, wow, lass mal einen Weltraum und so. Das war toll gewesen. Und das haben sie in diesem Bier eingefangen. Und ja, diese Schwarzwaldmarie, dieses Lebensgefühl und auch dieses Design, das haben die wirklich gut hinbekommen. Und deswegen ganz klar ein verdienter Platz hier. Bei mir auf Platz 7, ja, in Baden-Württemberg, wie gesagt, Bauhöfers Schwarzwaldmarie. War schön gewesen. Ja, danke nochmal an den Harry übrigens, der hat mir das ja ermöglicht. Bleiben wir mal in Baden-Württemberg. Mein Platz Nummer 6 haben wir dann jetzt. Ja, und da ist natürlich klar, das Alpirsbacher Kleiner Mönch müssen wir da nennen. Auch hier anfangs gedacht, okay, das ist eine Kleinauflage, das ist irgendwie wieder was Spezielles irgendwie, Spezialbier, aber Spezialbier als Bierstil gibt es ja in dem Sinne nicht. Und nach ein bisschen Recherche ist man auch hier ganz klar, wie ich schon vermutet hatte im Video, auch auf die Schliche gekommen, dass wir es hier mit einem hellen Lager zu tun haben. Und ja, besonders mild abgestimmt, aber ohne in den Aromaspitzen beschnitten zu sein. Und das ist natürlich wieder so ein Punkt, wo ich sage, ja, lecker, lecker, ne? Und da muss man natürlich auch sagen, die Alpirsbacher Brauerei hat bei uns eh schon gepunktet gehabt. Ob es jetzt 2019 war oder 2020, die machen da super Biere, Leute. Das ist einfach First Class, das ist richtig Qualität. Da steckt Liebe drin, da steckt Seele drin, ein Körper drin in diesem Bier. Und das hat halt ein Profil. Da ist halt nicht einfach besonders mild, wir machen Wasser mit ein bisschen Bieraroma, sondern da ist halt ja, Aromaspitze drin. Und da lässt man, ja, da lässt man auch gerne mal so einen Euro mehr da, aber dafür hast du Qualität im Glas. Und deswegen ganz klar, Alpirsbacher Kleiner Mönch passt auf jeden Fall in so eine Liste. Würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Ich habe es getan, bei mir auf Platz Nummer 6 gelandet. So, und damit haben wir die ersten 5 Plätze tatsächlich durch. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Nee, 5 war tatsächlich denn. Weil jetzt kommen wir nämlich mal zu den letzten 5. So, auf der Top 5 sozusagen. Alle Biere, die ich bisher genannt habe, also Braumanufaktur Hell aus Brandenburg, Potsdam, einmal Fürst Wallerstein, einmal Arkobräu, einmal Bauhöfers und jetzt einmal zuletzt noch der Alpirsbacher, der kleine Mönch, sind alles Biere, die ich euch empfehlen würde, wenn ihr euch mit der Thematik Hell, helles Lager, bayerisch Hell mal auseinandersetzen wollt. Die schmecken alle, die könnt ihr mitnehmen, da braucht ihr keine Furcht vorzuhaben, dass ihr nur, wie sage ich jetzt mal, aromatisiertes Wasser im Glas habt, sondern da sind wirklich Aromaspitzen drin. Und ihr wisst, das sind alles Biere, die ich zwischen 4, 5 und sogar 6 Punkte bewertet habe, mit einer Krone-Bewertung. Und ja, bisher sind wir uns ja immer einig, dass das eigentlich recht gut funktioniert. So, jetzt nehme ich aber erstmal hier noch, ach so, das habe ich ja fast vergessen, den Kandidat, mein Platz 1 im Discounter. Den muss ich ja natürlich nochmal nennen, da schenke ich mir nochmal kurz auf hier. Auf die Top 5, die kommt nämlich jetzt. Und es ist so lustig, Leute, wenn ich euch sage, dieses Bier hier hat mehr Wumms, mehr Aroma, mehr Schmackes als das Mönch so besonders mild. Ja, oder auch damals, wie es hieß, bayerisch hell.
Es ist schon krass, dass Oettinger das besser hinbekommt als die Brauerei, aber es ist ein anderes Thema. Das müsste man einfach mal so ein bisschen satirisch mal aufarbeiten bei so einer Themenmische oder so. Vielleicht erlaube ich mir den Spaß noch. Ja, ein kleiner Seitenhieb hier, ne? Naja, ihr wisst ja, wie das immer ist hier. So, gut, kommen wir mal zu Platz Nummer 5. Wir sind also jetzt bei der Top 5. Da legen wir jetzt nochmal eine ganz, ganz kleine Schippe rauf, was Qualität angeht und Aroma angeht. Also hier bei den 5, die jetzt gleich kommen, da werdet ihr die Aromaspitzen deutlich merken. Also nicht nur die Bierexperten, die Sommeliers und was weiß ich was alles, sondern hier bei den 5, die jetzt kommen, das wird auch ein Laie hinkriegen, der sofort feststellt, okay, da ist krass Aromahopfen drin, da ist was Besonderes. Die unterscheiden sich alle in der Textur. Ja, die schmecken nicht einheitsbrei, sondern da ist richtig lecker, lecker, Freunde. Da fangen wir an mit Platz Nummer 5. Das Dachsenfranz, Freunde, ist mit bei. Und zwar das Spezialhelm aus Baden-Württemberg. Ja, mein Platz 5, nicht Platz 1. Platz 1 ist was anderes. Ja, beim Pilz war es tatsächlich Platz 1 gewesen, das Dachsenfranz. Spezialhelm, ja. Hier war so ein bisschen, wo ich gesagt habe, das war zwar ein bisschen dünn, aber du hast halt eben da diese Aromaspitze drin. Und die hat das wieder so ein bisschen rausgerissen. Das war wieder dieses Florale, das war wieder so dieses grasig-blumige, das war wieder so diese Vanillenote, die ich ja so mag, ne? Und das ist auch schon krass Qualität, was da aus Zutzenhausen kommt, ne? Also ganz klar, Dachsenfranz musste mit in die Liste rein. Ich war ein bisschen überrascht, dass es auch in die Top 5 mit reinkommt, weil das hätte ich, also Top 10, ja, das hätte ich mir noch vielleicht vorstellen können, aber in die Top 5, da war ich jetzt wirklich ein bisschen überrascht, weil da liegt, also wenn ich die beiden Stile jetzt nebeneinander vergleiche, sollte man nicht machen, aber vom Aroma jetzt alleine her war das Dachsenfranz Waldpilz aber ganz klar weiter vorne als das Helle, ja. Liegt aber auch daran, dass ich Pilz dann eher doch bevorzugen würde, bevor ich mich jetzt für den Hellen entscheiden würde, ja. Aber trotzdem, es ist drin, ich habe es nochmal kontrolliert in der Liste, ich habe ja beide Listen genommen, einmal die aus dem Biersüffler-Blog, einmal die Excel-Liste natürlich und das Video und ja, ich habe es abgeglichen, tatsächlich. Das kommt mit in diese Liste mit rein. Also auch hier Dachsenfranz vertreten. Ganz klar, Platz 5. Ne? Müssen wir mit reinnehmen, ist ja logisch. Auch wird auch ein bisschen schwieriger zu beziehen. Ist jetzt ein Bier, was du nicht an jeder Ecke bekommst. Ne? Da sind wir schon wieder bei der regionalen Kleinbrauerei. Aber ich sage immer wieder, hier geht es nicht um die besten Bezugsquellen, wo man Bier herbekommt, sondern hier geht es um Qualität, um den absoluten Hedonismus. Da wir wirklich so Geschmack, wow, da sind wir richtig bei. Ne? Da rocken wir das Ding, das sind hier Leckerlis, die wir da raushauen. So, was haben wir als nächstes? Wir bleiben in Baden-Württemberg, komischerweise dicht gefolgt. Die beiden, die jetzt kommen, ihr wisst es bestimmt schon, was jetzt kommt, oder? Mein Platz Nummer 4, das Waldhaus Hell. Ja, haben ja einige zugeschickt, auch hier geht der Gruß raus an den André, an den Drachen 83 und wer hat mir das noch zugeschickt? Oh, mein Gott, da war da noch gewesen, ne? Also da bin ich auch irgendwie überrascht, weil die beiden, die hatten wir auch in der Pilzbierliste drin gehabt, ne? Da hatten wir halt Diplompilz. Und dicht gefolgt vom Diplompilz hatten wir tatsächlich auch das Helle gehabt mit der gleichen Begründung, weil ich den Aromahopfen so geil finde. Mit diesem Vanillearoma, mit dieser Floralität, die da kommt. Dieses blumige, grasige. Ich mag das total. Und das hat mich natürlich, was ich beim Pilz mag, das muss man jetzt fairerweise sagen, natürlich dann auch bei den Hellen überzeugt. Ja, also ohne diesen Aromahopfen hätte ich gesagt, da hätte wahrscheinlich keins hier an dieser Liste geschafft. Dann hätten wir wahrscheinlich gar kein Video machen können. Also ja, danke an die Brauereien, die mal ein bisschen mutiger sind, ein bisschen innovativer sind und auch gute Qualität, gute Rohstoffe verarbeiten und auch wirklich Top-Biere so mit brauen und an den Mann bringen. Ja, das finde ich schon mal gut. Deswegen, Waldhaus Hell ist mein Platz Nummer 4, ebenfalls Baden-Württemberg, aus dem kleinen Fläschle. Gleiche Begründung wie beim Dachsenfranz, einfach Top-Qualität, einfach lecker vom Aromahopfen her. Auch hier sage ich, Diplompilz, wenn ich beide gegenüberstellen würde, würde ich mich auch hier fürs Diplompilz entscheiden. Aber ich weiß, Freunde, man soll ja nicht das Pilz mit dem Hellen vergleichen. Das ist eine ewige Kontroverse, die es da gibt. Ne? Ja, obwohl wir uns ja hier bei den untergärigen Bieren, ja, sage ich mal, aufhalten. Aber trotzdem, da gibt es dann nochmal stilistische Unterschiede. Ja, Freunde, und nun haben wir Platz Nummer 3. Ne? Wir sind jetzt auf dem Siegertreppchen. Was passiert denn da?
Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Leute, wir hatten die Umfrage ja mal gemacht, das war ja bei dem Gewinnspiel gewesen, ne? Was wir ja hatten hier für den Kalea-Kalender, den Adventskalender, und da ging es ja auch so ein bisschen um die beliebtesten Bierstile, die ich so mag. Und einige haben auch schon verstanden, wie es funktioniert hat, also da wurden ja auch Helle zum Teil genannt. Und ich denke mal, die die Videos mit den Bieren verfolgt haben bei mir, die wissen ungefähr, können die sich vorstellen, was jetzt auf diesem Siegertreppchen mit den besten drei Hellen tatsächlich drauf ist. Die Reihenfolge wird wahrscheinlich überraschen und ich sag hier was wirklich richtig krass, weil alle drei, die da drauf sind, sind 2020 dazugekommen. Die haben mich alle umgehauen. Die waren wirklich, wo ich sage, wow, das ist noch mal eine Schippe drauf. Deswegen, das waren so die ersten drei Plätze herauszufinden. Das war wirklich extrem schwierig gewesen. Das war wirklich extrem schwierig und da musste ich lange überlegen. Aber hauen wir mal raus. Platz Nummer 3 geht an das Fürst Karl Urhell. Bayern. Begründung. Exclusive ist die Begründung. Das ist einfach ein helles mit so einem selbstbewussten Aroma, mit diesem Honig-Flavor. Das ist Hochgenuss, Leute. Das ist einfach, wo du sagst, so, okay, das ist für Bierliebhaber ein Leckerli. Also mich wundert auch nicht, dass dieses Bier am besten bei denen da läuft. Und hier, da müssen wir ganz klar sagen, ne, Fürst Karl, also die haben gedingt gerockt. Ja, die haben mir hier eine fette Kiste dazu geschickt und ich war anfangs total neutral, aber als ich dieses Bier probiert habe, da dachte ich auch so, wow, also das Urhell, das ist schon wirklich, wo ich sage, das unterscheidet sich so krass von den Mönchshof besonders mild, was ich immer als Referenzbier benutze, weil es gibt in Bayern so viele nichtssagende Helle, die nach Wasser schmecken. Und dann kommt so ein Fürst Karl daher mit so einem fetten Aroma-Hopfen drin. Richtig geil, fruchtig, richtig krass. Ja, Honig-Flavor. Das ist so, wie haben die das gemacht? Das ist so harmonisch abgestimmt. Das ist so, so ein geiles Profil. Da habe ich gesagt, was ist da denn los? Ja, da geht doch gar nicht da kannst du da machen. Und dass ich das mal sage, als jemand, der Helle eigentlich nicht so mag, also das war aber auch ein Grund, und da bin ich der Fürst-Karl-Brauerei auch richtig dankbar, warum ich doch so ein bisschen Gefallen jetzt an den Hellen gefunden habe. Weil ich halt Helle gefunden habe, die eben nicht langweilig schmecken, die eben von der Qualität super sind und auch wirklich, ja, schmecken. Und man kann es sogar bestellen, also das ist sogar jetzt gar nicht so krass zu beziehen. Also da kann man im Internet auf jeden Fall mit der Fürst-Karl-Brauerei schnacken. Die schicken einer bestimmt auch mal ein Päckel dazu, ne? Also kann ich absolut empfehlen, das haben die da am Braukessel gut gemacht. Das wird ja auch traditionell gebraut, und da haben wir ja das Video drüber gedreht. Super. Ganz klar musste mit rein in die Top 3. So, jetzt war auch klar, Platz 2, da geht der Gruß raus an den Andreas, ne? In Silentium. Und, oder was? War es gewesen? Ja, ich glaube, genau, er war es gewesen, glaube ich, mit dem Hell. Schönramer Hell, Leute. Das Schönramer. Ich bin 2020 das erste Mal mit der Schönramer Brauerei in Berührung gekommen. Interessant, ja, der gute Mann aus den USA, Inspiration und so, da war was. Und Mut zur Innovation, um den deutschen Biermarkt ein bisschen aufzumischen, um auch hier mal ein bisschen, ne, Schmackes rauszuhauen. Und genau das hat er gemacht. Und das Hell, was soll ich sagen, das ist so, wo ich sagen würde, das kann jeder, aber wirklich jeder, jedem empfehlen, wenn wir uns über das Schönramer Hell austauschen. Wenn einer kommt, der noch nie ein Helles getrunken hat und ist da irgendwo in Bayern unterwegs, dann kannst du ganz klar sagen, hey, komm, probier mal den Schönramer Hell. Dann weißt du, wie ein gutes Helles schmeckt. Punkt. Mehr braucht man darüber nicht zu sagen. Top-Qualität, super innovativ, exclusive, hebt sich auf jeden Fall ab. Vom Geschmack her, Surprise auf der Zunge. Was willst du mehr? Das ist von den Attributen her ein absolut gemütliches Bier gewesen. Und es hat geschmeckt, das ist biergartentauglich, das trinkst du im Sommer, wie aber auch im Winter, aber auch im Herbst und im Frühling. Da kannst du einfach nichts falsch machen. Alles richtig gemacht und du merkst auf der Zunge, wow, was für eine Qualität.
Und ja, da brauchst du den Test gar nicht machen. Da stellst du dir 5 unterschiedliche bayerische Helle dahin. Du von, ich sag jetzt mal den Standards, die es da so gibt. Und dann hast du einen Schönramer Hell. Ich glaube, deine Gäste werden sich alle für das Schönramer Hell entscheiden. Da bin ich absolut überzeugt von. Und selbst die, wir haben ja den Versuch gemacht, die sagen, nee, lassen wir mal mit der Helle da in Ruhe und so. Dann trinken die einen Schönramer Hell und sagen, was, das ist ein helles? Ja, Freunde, ne? Auf einmal ist es da. Also, wenn man will, funktioniert es auch. Ganz klar musste auf Platz 2. War ein bisschen schwierig, ja, weil hier, wir können sagen, beim Schönramer Hell, da ist wieder so, wo ich sage, Aromaspitze mit ein bisschen Vanille, schön karamellig das Ganze, ein bisschen blumig, ein bisschen grasig, so, ne, ein bisschen fruchtig. Das sind ja so diese Komponenten, die ich auch so aus hedonistischer Perspektive liebe. Und genau das finden wir im Schönramer Hell. Also an den Braumeister da, Daumen hoch, hast du wirklich richtig geil gemacht. Top Bier, das ist einfach, wow, das ist ein Hellet, das kannst du das ganze Jahr über trinken. War nur schwierig gewesen, nimmst du erst Fürst Karl auf den zweiten Platz, weil da diese Honignote war. Letztendlich, die sind beide top, die sind beide top. Ja, also das ist, ja, und nun, Freunde, sind wir beim Platz 1, ne? Ein Bier fehlt noch, einige haben es in Erinnerung. Die waren auch glücklich, dass ich es auf Platz 1 wahrscheinlich gewählt habe, weil das eine große Fangemeinde hat. Ich schließe mich der Bier-Community in Deutschland an. Beste deutsche Helle. Ich habe es probiert. Ich bin auch einer, der sagt, okay, also das ist dann nochmal so eine extra Schippe drauf. Ne? Ja, was soll ich sagen? Also ich schließe mich der Mehrheit an. Weinstefana, ganz klar. Weinstefana, Original-Helles aus Bayern. An Ehrlichkeit glaube ich nicht zu übertreffen, oder? Also wenn wir jetzt mal wirklich ein Referenzbier für das, was ein helles sein wollte von früher, wir reden hier von Bayerisch Hell, dann ist es glaube ich ganz klar das Weihenstephaner. Also an Qualität, an Rohstoffqualität, an Geschmack, am Gesamtprofil, an der Textur, von den Aromaspitzen her. Also das kannst nicht mehr verbessern. Das ist, ja, wie sagt man so schön, perfekt. Das ist einfach perfekt. Das geht nicht besser. Das geht einfach nicht. Das ist ein perfektes Bier. Das ist so ehrlich aufgebaut in der Struktur. Das hat so einen geilen Malzkörper, aber alles so krass, wirklich harmonisch abgestimmt. Und ich bin glücklich, dass man das, wie gesagt, im Getränkehofmann oder aber eben auch beim Rösler doch recht gut beziehen kann, ich wollte es gerade schon sagen bestellen, aber beziehen kann. Und diese Empfehlung hier auf dem Biersüffler, da sage ich nochmal danke für diese geile Empfehlung. Ich kannte das vorher nicht und das war toll. Also das war wirklich, wow, absolut. Also das ist so, da kannst du nicht beschreiben. Wenn ich jetzt beschreiben würde, ja, das schmeckt wieder so ein bisschen nach Vanille im Abgang, ne? Und da ist wieder diese Blumigkeit, diese Grasigkeit vom Aromahopfen drin, dieser Hopfengeschmack halt. Ja, dann, geil, Leute, da wisst ihr Bescheid, ne? Also, nee, ohne Scheiß, das Weihenstephaner Original Helles ist für mich das beste deutsche Helle, was ich bisher getrunken habe. Von 2017 bis Dezember 2020. Ich lasse mich immer noch eines Besseren belehren. Ich werde natürlich weiter auch Helle probieren. Ich werde weiterhin Listen erstellen, alles brav in die Excel-Liste eintragen. Und ja, dann schauen wir mal, ob da was ein bisschen variiert. Ich glaube, bei den ersten 5, speziell bei den ersten 3 wird es verdammt schwierig werden, das zu toppen. Da bin ich mal gespannt, was da noch für ein Helles auf mich zukommt. Eins wurde mir schon empfohlen, was wohl mit dem Weihenstephaner mithalten kann. Da bin ich mal gespannt. Ich habe es bisher leider nicht beziehen können, weil es auch eine bayerische Kleinbrauerei ist, die aber wohl auch sehr beliebt ist da in ihrer Region. Ich versuche dieses Bier noch heranzubekommen und hier vorzustellen. Und dann wird es vielleicht auch mal einen Direktvergleich geben zwischen dem Weihenstephaner Original Hell und dem Bier, wo mir der Name jetzt gerade entfallen ist. Kriege ich jetzt gerade nicht hin. Ich blende es mal ein, wenn ich es jetzt noch finde, dann blende ich es nochmal ein. Also das werden wir dann auch nochmal überprüfen. Ja, Freunde, das war's gewesen. Die Top-List der Hellen von 2017 bis jetzt Dezember 2020. Ihr habt es euch so lange gewünscht. Ja, jetzt ist es da. Belohnt mich, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt Kommentare und schreibt mir mal eure Top-10-Liste auf. Ich bin gespannt, aber ich vermute mal in den ersten 3 Plätzen und auch so mit dem Arco-Bräu, ich glaube, da sind wir so, ne, uns einig, glaube ich. Also, was ich schon so gelesen habe, da habt ihr eigentlich genau den gleichen Biergeschmack wie ich. Also, ich
ich schließe mich da mal wieder euch an. Ihr hattet recht gehabt, das Schönramer richtig geil, das Weinstefana richtig geil, das Arkobroll richtig geil, Fürst Wallerstein richtig geil, das Alpiersbacher, mein Gott, nee, was für eine Brauerei, Top-Qualität. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Was mich noch interessieren würde, habt ihr so ungefähr die Liste vermutet, dass die so kommen wird? Oder habt ihr jetzt was ganz anderes vermutet? Das würde mich mal noch interessieren. Ja, wir sind fertig, Freunde. Mein Gott, jetzt schwitze ich aber schon wieder. Und ich habe jetzt gleich eine Menge Schneiderarbeit vor mir. Das war es aber gewesen, Freunde. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zur nächsten Liste. Ciao, euer Biersüffler.